Ahoi da, was geht ab, Leute, Hunger? Es ist der zweite Tag nach dem Event. Hatte Zeit, mich ein bisschen auszuruhen jetzt. Und sogar Zeit, wieder ein paar Mangas zu lesen. Letztes Kapitel von Fairy Tail. Schade, echt traurig. Falls irgendjemand Fairy Tail verfolgt. Ich habe es echt lange jetzt verfolgt. Das Ende war recht kurzfristig, ziemlich gerusht, aber es ist bei den meisten Mangas so am Ende. Ah, schreibt unten in die Kommentare, falls ihr auch Fairy Tail gelesen habt, ob ihr das mögt. Ansonsten jetzt entdecke ich ein paar Kleinsteins zu Geowatz. Ich habe beim Event nochmal beim Kleinsteinnetz vorbeigeschaut. Hat sich echt gelohnt. Versuche hier ein paar Kleinsteins einzublenden, die ich gefangen habe. Also. Das Nest hat sich auf jeden Fall gelohnt. Vor allem beim Event. Vierfach Candy mit der gelben Berge. Das war echt der Hammer. Hollow Nest und Ding, Clenster Nest. War top. Eine Scanner-Tour hätte sich eigentlich auch gelohnt. 12 Bonbons pro Galaxo, pro Chanerga, pro Dratini. Das wäre schon krass gewesen. Aber hat sich keiner gefunden. Beziehungsweise ich hatte eh keinen Bock, ich musste farmen. Aber es haben sich ein paar Verrückte für das Clenster Nest gefunden. Obwohl es so hart geregnet hat. Habe ich es mit ein paar Kollegen abgecheckt. Und Moment, ich muss mal Screen Record anmachen. Die kann man gut gebrauchen. Vor allem jetzt dann ab nächster Woche. Ab übermorgen eigentlich schon. Da gibt es nämlich Lavados. Und nach Lavados kommt Zapdos. Also, Geowatz, ihr wisst, sehr gut gegen die Vögel. Vor allem gegen die zwei. Gehen wir mal von hinten nach vorne. Entwickeln wir erstmal den 96er. Komm. Das dauert jetzt ein bisschen. Ich spule mal ein bisschen vor. Oder blend die Musik ein, so wie immer. Schauen wir mal. Weil drei Pokémon maxen, das dauert echt ewig. Aber wir haben jetzt auch wieder weit über 5 Millionen, also wir können es uns wieder leisten, ein bisschen zu pushen. Ich muss mal kurz die Movesets abchecken hier. Mudslap Earthquake. Ich glaube, ich will irgendwas mit Rock haben. Nicht mit Boden. Aber egal, wir haben genug TMs. Pushen wir den erstmal. 5, 5, 5 hatten wir. Merken wir uns das mal. Und fast 2000 Bonbons, also 1000, über 1600 Bonbons. Kein Problem hier. So, fast geschafft. Die müssen irgendwas einführen, damit man schneller pushen kann, weil ich hab jetzt schon keinen Bock, die anderen zwei noch zu pushen. Weil es halt so lange dauert. So, 2, 8, 5, 4. Nicht schlecht. Wie gesagt, Attacken schauen wir uns später an und gegebenenfalls setzen wir ein paar TMs ein. Also ich weiß, für den auf jeden Fall. So, Kleinstein Nummer 2. Wir haben 200 Bonbons verbraucht, circa. Und 160.000 Staub. Müssen wir entwickeln wieder. Der ist 98. Zufällig beim Farmen einfach gefangen. Shoutout an Julian, der Kollege. Einer der Kollegen, mit dem ich unterwegs war. Hat die ganzen IVs gecheckt. Dann hat er mir Bescheid gegeben und dann konnte ich den Rest einfach verschicken, ohne überhaupt zu schauen. So. Aber wir haben gar nicht so viel Bonbons verbraucht. Ich habe ja auch noch entwickelt. Ah, ich habe den Überblick verloren, keine Ahnung. Puh, Golem. Mudslap Rock Blast. Keine Ahnung. Vor allem weiß ich gar nicht, ob. Also, ich habe echt keinen Bock, sechs. Also, nicht sechs. Ja, doch, sechs. Sechs Attacken zu ändern. Drei Pokémon.
ist schon viel Ethereum, vor allem wenn er so viele Optionen hat. Kriege ich sicher nicht direkt beim ersten Mal das, was ich haben will. Und ich will, glaube ich, Stone Edge haben. Aber wie gesagt, das schauen wir uns gleich noch an. Jetzt wieder ewig lang pushen, vor allem der war am niedrigsten. Das heißt, für den muss ich jetzt ernst lange pushen. Ich glaube, ich mache mal hier einen Cut und dann sehen wir uns, wenn der gemaxt ist. So, fast fertig. Ich glaube, wir fallen runter auf unter 5 Millionen Sternstaub. Und easy runter auf unter 1000 Bonbons. Vor allem, weil ich noch entwickeln muss. So, 2862. Der 98er. Jetzt noch der 100er. IV-Check, damit ihr seht, dass der 100er ist. Bester Satz, immer noch die HP, Attack, Defense, beste, ups, entwickeln. Das heißt, ich muss wieder ein Kleinsternnest abchecken, fühlt sich irgendwie komisch an, nicht 1000 Bonbons zu haben, also 1000 ist irgendwie das Minimum. Aber zurzeit gibt es nur ein gutes Rihon-Nest, davon habe ich immer noch über 2000 Bonbons. Und hoffentlich gute Attacken. Ich habe echt nicht so viele DMs. Ich kann welche. Okay, wenigstens zwei Rock-Attacken. Rock-Spur ist, glaube ich, das die Charge-Attacke, die ich haben will. Nicht Charge, die Fast-Attack, die ich haben will. Rock-Blast. Ja. Schauen wir mal. Pushen erstmal. Ich wollte sagen, ich kenne welche, die haben so viele Raids gemacht, die schmeißen sogar die DMs weg. Kein Kommentar dazu. Auf geht's. Push, push, push. Unter 1000 Bonbons jetzt. Schade. Sieht echt nicht gut aus. Puh, endlich. Fast geschafft. Wir müssen da echt dringend was einführen, weil dauert viel zu lange. So. 2854. Ah, oh, ne. Sorry. Zu früh gefreut. So, jetzt hat 2875. Was eigentlich relativ hoch ist, Mann. Nur noch 809 Bonbons. Boah, wir haben gerade ganz viel Bonbons verbraucht. Zum Glück nicht unter die 5 Millionen Sternstaub. Schauen wir uns nochmal alle drei an. Golem. Ich habe sogar noch einen. So, was ist das für eine? Ancient Power. Ich glaube, das ist Legacy Move. Ja. Geht das gar nicht so schlecht. Ja. Schauen wir mal. Also wegschmeißen werde ich den noch nicht. Hier 96, 2854. 98, 2862. 100%, 2875. So. Attacken abgecheckt. Beste ist Steinwurf Steinkante. Zweitbeste Steinwurf Felswurf. Was der 100% hat, das ist schon mal nicht schlecht. Und Antikraft ist tatsächlich Legacy, also den behalte ich. Das Geowatz. Also für den 100er brauchen wir auf jeden Fall kein TM, das reicht erstmal. Für Mats, Fast. Und der braucht beides. Okay, dann. Für den 98er ändern wir mal die Fast Attack und für den 96er beides. Was kann der hier unten hier? Der Legacy-Typ? Ja, okay. Der ist jetzt relativ unwichtig erstmal. Fast TM auf den 98er. Was für Fast Attacks kann der überhaupt? Lehmschelle. Lehmschuss ist Legacy. Steinwurf. Ah, nur zwei. Also 100% oder was? Ja, perfekt. 100%. Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt Ding bekommt. Perfekt. Golem. Mudstep geht weg. Und Rockthrow. Perfekt. Dasselbe machen wir für den 96er. Perfekt. Und Charge. Was kann er lernen? Erdbeben. Kann er schon. Felswurf oder Steinkante. Oder warte, wie steht's?
Okay, perfekt. Das heißt, beim 96er 100% Wahrscheinlichkeit, dass er eine Felsenattacke bekommt. Perfekt. Lief besser als ich dachte. Ich dachte, er kann noch eine, wie heißt es, Bodenattacke. Also Erdbeben weg und komm Stonehenge. Ich habe jetzt 3 mit Rock Blast. Zweitbeste. 3 mit Ding wäre am besten, glaube ich. Aber hier steht, beide sind AA. Schauen wir uns kurz mal an. DPS 30,48. DPS 55. Oha. Das ist schon ein krasser Unterschied, obwohl bei beiden AA Moveset steht. Aber egal. Das reicht schon so. Ich habe nicht unendlich TMs wie die anderen. So, das war's. Hab mir 3 Golems gemacht, auf Deutsch Geowatts. Hab den jetzt allen Rock-Attacken gegeben. Perfekt für die legendären Vögel. Vor allem jetzt übermorgen, wenn Lavados kommt. Und danach später natürlich Zapdos. Ansonsten schreibt unten in die Kommentare, wie viele Geowatts ihr habt, wie stark eure Geowatts sind. Und seid ihr bereit für die legendären Vögel? Momentan gegen Arctos habe ich eigentlich immer nur Müll eingesetzt. Schreibt das alles unten in die Kommentare und ansonsten wie immer liken, subscribe, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.